Ich habe jetzt extra nochmal die Kamera angemacht. Mir egal auch, ob das Auto zu lang ist, weil mir eine Sache maximal am Herzen liegt. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Von mir zu Hause mal wieder. Ich freue mich. Ich habe Bock auf diese Zuhause-Videos gerade. Bocken mich. Wir testen den Aufpackdöner. Wenn ich mich nicht täusche, bekannt durch Galileo. Und da waren mehrere Dokus, wo dieses Ding so berühmt geworden ist. Also ein Typ hat gesagt, ich möchte jetzt einen geilen Döner für zu Hause machen. Der muss fetzen. Und den habe ich mir jetzt organisiert. Kuss auch nochmal an Evanio, weil ich wollte ihn schon längst testen. Evanio hat ihn gefunden, auch schon ein Video gemacht. Check das gerne ab. Und ich habe hier, oh, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas Verbotenes im Kühlschrank drin habe. Der ist auch für, nicht für einen Tiefkühler, sondern für einen Kühlschrank einfach. Gekühlt, nicht tiefgekühlt. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Guck mal, ich habe extra alles sauber gemacht für uns. Da ist der Kollege Dönerback von Alsato. Alsato, glaube ich. Die Dönerrevolution, 450 Gramm. Ich muss noch mal gucken. Es ist mit Hähnchenfleisch. 28%. Nur bitte mach jetzt keinen Ärger, dass da so viel Scheiße drin ist. Achso, nee, wir haben ja auch Brot und so, ne? Ich dachte gerade, Scheiße, ey. Salz, Zucker, Gewürze, Geschmacksverstärker, Pflanzöl, Säureregulator, Stabilisatoren. E621, E262, E450, E451. Gewürzextrakt, Pflanzöl, Weizen, Fladenbrot. Also das macht mich sehr stutzig, Leute. Sag ich euch ehrlich, viele Scheiße drauf, was drin ist. Aber ich habe auch hier eine Verantwortungspflicht. Und beziehungsweise mir selber ist es sehr wichtig, gerade privat. Es ist Salz, Zucker, Gewürze. Ach so, nee, nee, okay. Ich habe schon Angst gerade gehabt. Ich habe schon, das sind die Inhaltsstoffe vom Hähnchenfleisch. Ich dachte gerade Salz vor Brot noch, weil oben steht ja immer das, was die größte Menge hat. Okay, aber das Fleisch ist, boah, wild, Leute, was da alles drin ist. Also nur für euch auch mal. Manche wissen es vielleicht gar nicht. Fleisch muss nicht diese ganze Scheiße enthalten. Du kannst Fleisch einfach so servieren. Du kannst auch eine Wurst, eine normale Wurst, Salami, ob Rind, ob irgendwas anderes, da muss kein Mist rein. Du kannst es so anbieten. Gibt ein paar Nachteile. Fleisch verfärbt sich schnell bei Salami ohne Nitrogelsalz, blablabla. Aber das ist schon wild, ne? Und anders sieht es bei dem Döner da draußen auch nicht aus. Jeder muss sehen, wie er Bock hat, aber einfach meine ehrliche Meinung jetzt mal. So privat würde ich mir den niemals reinpfeifen. Aber für euch mache ich das. Das ist das Gute an meinem Job, dass ich da auch mal Ausnahmen machen kann. Jetzt gucke ich mal. Zubereitung. Vorgeheizten Backofen. 18 bis... Ich werde es auf beide Zubereitungsweisen machen. Weil zum Schluss merke ich einfach bei diesen Tiefkühlgeschichten, es ist ein ganz schmaler Grad auf auch. Du machst eine Pizza, hast nur einen Versuch. Und du merkst danach, irgendwie holst ein paar Tage später, habe ich letztens auch gehabt, das Produkt. Und veränderst die Zubereitungsweise. Es ist manchmal ein Ding von 30 Sekunden, 60 Sekunden, etwas länger vorgeheizt, etwas weniger vorgeheizt und das verändert das Ergebnis ganz krass. Da ein gutes Ergebnis bei einem Versuch und das Perfekte zu kriegen, schwer. Aber wir machen zwei Zubereitungsmethoden. Einmal Ober-Unterhitze, einmal Umluft. Das hier finde ich auch noch sehr lustig. Dann steht da, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Ich muss da einfach meine offene Meinung zu sagen. Ne? Ich finde das auch wichtig. Viele denken ja auch einfach nicht drüber nach. Aber das ist für mich so auf Möchtegern wieder gesund. Du guckst nur drauf. Ich könnte wetten, das wird mich wirklich, wirklich persönlich brennend in den Kommentaren interessieren. Wer von euch guckt überhaupt auf die Zutatenliste? Ich habe es früher, ich habe es 25 Jahre, glaube ich, nicht gemacht. So, und dann siehst du vorne, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Das liest du. Und denkst dir erstmal, oh, geil, das ist ein gesundes Ding und so. Wenn du hinten drauf guckst, dann kriegst du einen Schlag. Also wir warten jetzt erstmal, das Ding muss vorheizen. Boah, bin ich gespannt. Aber am Ende des Tages, Leute, zum Schluss kommt meine geschmackliche Bewertung. Und wenn die reinknallt, ist so wie es ist. Vielen ist das völlig egal. Und das muss man akzeptieren, das ist eine Meinung. Man hat weniger Kopfschmerzen dadurch, wenn man nicht immer auf alles achten muss. Sehr fertig, 12 Minuten im Backofen. Geil, let's go. So, während wir warten, inspizieren wir das Ding mal. Wir inspizieren das jetzt mal, weil wir müssen warten, bis der Backofen aufheizt. Wir gucken einfach mal so, wie das Ding aussieht überhaupt auch. Weiß nicht, schneide ich das jetzt schon einmal auf, roh? Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Dann doch, machen wir das gleich. Wir gucken uns das mal erstmal einmal an, nochmal ausgepackt. Riecht schon gut, hatte echt schon gut Döner-Vibes. Aber diese Tiefkühldinger, ne? Ich habe das letztens gemerkt, ich habe irgendwas anderes Tiefgekühltes noch gegessen, ich weiß nicht was. Die haben irgendwo alle so einen gleichen Geruch. Es gibt auch so Fertigschnitzel. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Die schmecken so, wie das Ding hier riecht. Haargenau, das sind Hähnchen, Fertigschnitzel, kannst direkt essen, gut und günstig, was auch immer, was das war. Schmeckt so, wie das hier riecht. Fühlt sich an wie so ein großer, nicht Tortellini, doch, also, oder so eine gedämpfte Teigtasche. Hey! Oh Mann, Mutter, schreck mich doch nicht so, ey. Mann, Bruder. Ist ja eigentlich jedem scheißegal, was es ist. Es gibt doch diese Teigtaschen, die gibt es auch. Mante, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, denn Mante. Welche Teigtaschen auch immer. Ob der schmeckt, Leute, ey. Ui, 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 ui.
Das auch nochmal kurz für euch. Ich gucke mir bei vor so einem Video, wenn es nicht gar nicht anders geht, Videos von anderen Leuten nicht an, damit ich unbeeinflusst bleibe. Und dementsprechend habe ich hier auch nicht geguckt. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich würde sagen, wir schieben den jetzt in den Ofen. Ganz kleinen Tick noch. Übelst gehypt das Ding, ey. Übelst gehypt. Schauen wir mal, was geht. Der gehypte Aufbackdöner geht an den Start. Und das ist das, was ich meine, hinsichtlich jeder Ofen ist anders. Ich weiß auch, mein Umluft ist manchmal nicht so stark einfach. Ich weiß nicht, ob man es hier durch jetzt sieht. Aber er ist noch voll weiß, also todesweiß. Ich weiß auch nicht, ob der bräunlich jetzt müsste, ob er eine Kruste kriegen muss. Ich weiß es einfach nicht. Aber wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr. Gucken wir mal. Sogar 4 theoretisch. Ich hatte vorsichtshalber 11 Minuten eingegeben und er kann 10 bis 12. Warten wir mal. Also hätte ich jetzt selber entscheiden müssen, hätte ich ihn noch 3, 4 Minuten drin gelassen. Ich fasse mal an. Ich will ihn nicht versauen jetzt. Ich will ihn nicht versauen. Aua, aua, warte mal. Warum klebst du daran fest? Ah, könnte gut sein, ey. Ist ja auch vorgebacken, ne? Ich muss ihn ja nur heiß machen, glaube ich es. So, jetzt machen wir nochmal Umluft an, weil wir machen jetzt noch die andere Variante. So, das ist der Kollege, zeige ich gleich. Ich mach den anderen einmal rein. 200 Grad Ober-Unterhitze kommt jetzt nochmal. Auch 12 Minuten. Naja, wie viel kann eine Frau... Ich habe zur Not noch einen dritten, diesmal habe ich vorgesorgt. Falls irgendwas schief geht, machen wir eine dritte Runde und den mache ich dann einfach nach Optik, so wie ich ihn auch sowieso machen würde. Oha, aufgegangen ist er mir. Guck, der ist mir direkt aufgegangen. Soll das? So sieht er aus, leichte Bräunung. Man sieht den Rotkohl durch sogar. So, wahrscheinlich ist das so eine Selbstmordaktion jetzt, dass ich da überhaupt reinbeiße. Puh, komm, Holly, trau dich. Der Deckel löst sich ab, das ist wahrscheinlich so gewollt, denke ich mal. Lustig, lustig, ey. Gar nicht mitgerechnet. Das erste, was ich gespürt habe, war so Suppengemüsecharakter. Ist richtig brühig. Guck mal, das tropft hier auch schon runter. Ordentlich fertig. Erster Geschmack, richtig dieses Gemüse im Mund gehabt, aber so, wie gesagt, wie vom Suppengemüse. Aus einer Suppe? Ja, so ein bisschen brühig. Wisst ihr, so ein bisschen brühig. Sehr intensiv vom Geschmack, also bestätigt so die Geschmacksverstärker, die drin sind und wahrscheinlich auch nicht wenig, aber schon intensiv vollmundig. Das muss man dann halt eingestehen. Angenommen, ich hätte jetzt nicht drauf geguckt, hätte es nicht gewusst. Schon gut, so, ne? Also unabhängig vom Brühegeschmack, jetzt was auch immer, wie ist mein erster Eindruck? Schmeckt gut. Ganz dünne Kruste, also. Sehr dünnes Brot, viel Inhalt. Daher fehlt der Dönercharakter allerdings komplett. Soße durch die Gewürze, beinahe so ein Touch von irgendwann mal so eine Soße gegessen mit, aber einfach eine Joghurtsoße mit Chili verfeinert oder Paprika, ich weiß es gar nicht genau. Hab mich gerade daran erinnert, fand ich gar nicht schlecht. Von meinem Jugenddöner damals war das. Ich glaube, viel länger hätte er nicht gedurft. Saftig, soßengehalt gut, würde ich sagen. Nicht irgendwie zu sapschig. So, gerade bei so einem Fertigprodukt ist ja auch sehr wichtig, wie ist das Mundgefühl. Es ist viel Gemüse, er vermisst den Fleischgeschmack, aber vom Soßengehalt zum Beispiel angenehm. Was ich bei den Geschmacksverstärkern immer interessant finde, das habe ich eigentlich nur bei chinesischem Essen, wenn ich chinesisch irgendwo esse oder asiatisch eher gesagt. Es ist dieses Umami-Feeling, es ist einfach intensiv, aber du weißt manchmal gar nicht, was es ist. Dementsprechend wird dir halt eine Illusion vorgelebt. Und so erlebe ich auch den Geschmack hier. Kann ja auf die Zutatenliste gucken. Ich weiß, das ist nicht drin, aber es schmeckt zwischendrin nach Pilzen. Hätte wetten können, ich habe Sellerie im Mund gehabt. Alles nicht der Fall. Und diese Geschmacksverstärker pushen schon diese Geschmäcker krass und es führt teilweise zu einer Illusion. Ich zeige euch auch gleich nochmal einen Querschnitt von dem Döner, bevor es gebacken wurde. Und das erstmal so ein bisschen diese Fleischwürzung durch. Ich habe das Fleisch kaum gemerkt, man merkt das auch kaum im Biss, aber die Würzung vom Fleisch, diese typische Hähnchenwürzung, hat man eben gemerkt. Das liegt nicht am Döner, sondern an der Zubereitung von mir. Er ist innen zwar warm, aber nicht so richtig dieses Heiße. Also ist, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh, wenn ich jetzt noch einmal reinbeiße, habe ich erwischt eine kalte Stelle. Was nicht passiert ist und es wird auch nicht passieren, aber ich will den gerne so richtig heiß von innen haben. Wir nehmen jetzt noch den letzten hier. Einmal schnell, Kurzdurchlauf aus Ober-Unterhitze. Finde ich bei dem Ofen hier bei mir sowieso meistens besser und guck einmal da nochmal das Ergebnis, dann kriegt ihr Gesamtfazit. Den gucken wir uns jetzt noch einmal an. Also nochmal zum Preis auch einmal, ne? Wir werden das jetzt hier mal einmal durchschneiden noch. Wir wollen uns den mal so angucken, ungebacken. Einfach mal interessehalber.
Preis übrigens, ich habe jetzt mal geguckt, ich will mal schauen, nach Möglichkeit will ich auch mal den Preis einfließen lassen. Ich sage euch ehrlich, da bin ich einfach kein Experte. Also nicht einfließen lassen die Bewertung. Geschmack ist immer bei mir unabhängig bewertet, solange ich mich imstande bin, eine Bewertung abzugeben. Aber irgendwie was dazu zu sagen, muss aber euch direkt sagen, ich bin halt kein Preisexperte. Also, ich habe seit je Zeiten, seitdem ich irgendwie einigermaßen Geld verdient habe, habe ich bei Lebensmitteln auf den Preis geschissen. Und ich bin niemand, der viel Geld ausgibt. Ich bin auch niemand, der ultimativ reich ist oder sonst was. Aber trotzdem beim Essen gucke ich nicht auf den Preis. Ich hole das, was ich geil finde. Dafür spare ich an anderer Stelle. Deshalb bin ich da nicht so ein guter Mann. Das wollte ich nur sagen. Ich versuche das mit einzubeziehen. 6,99 kostet er. Das ist nicht wenig. Es gibt Döner, frische, die günstiger sind natürlich. Interessant, ey, hat sehr gut geklappt. Guckt euch das mal an hier. Was ist denn hier los überhaupt? Das ist fein strukturiert hier. Ja, Fleisch. Also wenn man, ist oben Fleisch? Ist oben auch Fleisch? Oben ist Fleisch. Ich weiß gar nicht, wo jetzt überall Fleisch ist, was kein Fleisch ist. Jetzt können wir aber da drüben mal schauen, was der neue Döner macht. Ich wollte es einmal gemacht haben. Der muss auch noch 20 Sekunden. Ich lasse den Moment länger. Hilft alles nichts hier. Ich lasse ihn 3 Minuten länger, als er muss, eigentlich nach Packungsanleitung. Ganz kurz reinstecken, dann kriegt ihr von mir eine finale Stellungnahme. Mutti, was guckst du denn so, mein Schatz? Bist du ein Feini, Mutti? Mama Hoppi? Oh, hast du Hoppi gemacht, mein kleiner Schatz? Oh, Mutti. Oh, Mutti. Okay, 20 Sekunden. Ist ja auch nicht 3 Minuten länger. Wir haben jetzt 2,5 Minuten länger, als auf Beilage steht. Aua, aua. Jetzt guck mal, was ich für ein Mann bin, Alter. Ich hab Hände aus Stahl. Alsatto. Noch 2, 3 Bissen, dann gucken wir mal, ob das hier einen Unterschied macht. Das scheint echt hier überall wie ein Deckel angebracht zu sein. Da sieht man das Fleisch. Mal das Fleisch so probieren. Schmeckt mal nichts. Wirklich nichts, nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch mal hatte, war, dass die Kräutersoße richtig durchkam. Aber einen Unterschied macht das nicht. Bewertung drüben. Also meine Bewertung, ich sitze hier 30 Minuten und es ist gefühlt meine 8. Bewertung, aber ich gebe euch jetzt meine Herzensvariante mit auf den Weg. Ob ihr sie gut findet oder nicht, aber es ist meine Herzensvariante der Bewertung. Erstmal ist das Produkt lecker, es ist absolut lecker. Es ist wirklich ein leckeres Produkt. Erinnert es an einen Döner, an einen normalen Döner? Nein, es hat komplett seinen eigenen Touch. Es hat nichts mit einem normalen Döner zu tun, das sei gesagt. Was für mich aber Herzensvariante ist und Botschaft an euch, für mich ist ein gutes Produkt, ein Produkt, was von seiner Grundsubstanz, von seinen Komponenten und Lebensmitteln einfach ein geiles Produkt darstellt. Die einzelnen Komponenten müssen einfach hochwertiger Natur sein und einen geilen Geschmack mitbringen, sodass dieses Produkt einfach für sich geil ist, weil es geile Lebensmittel sind, die geil schmecken. Die schmecken einfach geil und deshalb ist dieses Produkt gut und schmeckt gut. Und bei diesem Produkt ist es einfach so, dass man merkt, dieses Produkt ist maximal gepusht durch Geschmacksverstärker, Gewürze. Und man muss sich die Frage stellen, das sollte man immer machen, und das lege ich euch auch ans Herz, wie würde das schmecken ohne diese ganzen Zusatzstoffe, E-Nummern etc. Und da komme ich auf den Schluss, dass es mit Sicherheit überhaupt nicht gut schmecken würde. Ne? Und das finde ich erstmal an so einem Produkt fragwürdig. Aber bei meiner Bewertung, die ich euch jetzt nennen werde, werde ich alles das ausblenden, einfach nur den Geschmack bewerten. Und der war, wie gesagt, gut, es war eine Gemüsetasche, du hast diesen Geschmacksverstärker-Kick gemerkt, es war lecker, es war vollmundig. Der Fleischgeschmack hat mir gefehlt, der war überhaupt nicht da. Auch als ich das Fleisch so probiert habe, hat es nach nichts geschmeckt, das hat mich gestört. Aber grundlegend war es trotzdem lecker und wie gesagt, diese Vollmundigkeit, Umami-Charakter war da und ich gebe 6 von 10 Punkten für dieses Produkt und ich würde euch einfach ans Herz legen, das selber mal zu probieren. Ich habe jetzt extra nochmal die Kamera angemacht, mir egal auch, ob das Outro zu lang ist, weil mir eine Sache maximal am Herzen liegt und das ist folgendes. Mir ist einfach gerade mal aufgefallen, wie krank eigentlich so diese Essenswelt ist. Ne? Wie normal das eigentlich ist, dass ich euch folgendes sagen muss. Ich habe Rankings, in denen ich extra dazu sage, wie zum Beispiel mein Nicht-Selfmade-Döner-Ranking, wo ich dazu sagen muss, ich klammer bei diesem Ranking die Qualität komplett aus und bewerte nur den Geschmack. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Also das ist jetzt gar nicht speziell hier auf den Backdöner bezogen. Ich hau's einfach raus, weil es gerade ins Thema passt, aber dass ich Bewertungen raushauen muss, wo ich sagen muss, ich klammer die Qualität aus, so, das ist in sich so unlogisch, dass es für uns so normal geworden ist, Produkte zu essen, die ohne Geschmacksverstärker überhaupt nicht schmecken würden und wir da jeden möglichen Mist reinhauen müssen, damit man es essen kann. Da sollte man sich immer hinterfragen, was ich da gerade eigentlich esse. Ne? Und ein Produkt, was nur schmeckt, weil 1000 Sachen da drin sind und sonst nicht schmecken kann, kann kein gutes Produkt sein. Das muss man immer dazu sagen. Ich sage immer so, und wie gesagt, es ist nicht hier auf dieses Produkt jetzt bezogen,
gezogen heute. Es ist nicht mehr als ein Stück Scheiße, ich muss es so sagen, mit einer Schleife drum und Goldstaub drauf. Aber die Schleife und der Goldstaub machen das Ganze nicht zum guten Produkt. So viel dazu. Manchmal muss auch Real Talk sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir zu meiner Meinung jetzt am Schluss ein Feedback da lasst. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine Meinung teilt. Kuss, Kuss für alle, die noch kein Abo dagelassen haben. Jetzt der richtige Zeitpunkt. Und natürlich auch einen Daumen oben knallen lassen. Dann sage ich vielen Dank für alles und ja, Kuss.